Sehr geehrter Herr Präsident, hohe Beauftragte! Ich befürworte die aktuelle Waffenruhe, die bisher von allen wesentlichen Konfliktparteien weitestgehend eingehalten wurde. Der nächste Schritt ist die Wiederaufnahme der Genfer Gespräche, die den Grundstein für eine längerfristige Befriedung des Landes legen sollen. In Ergänzung dazu müssen jedoch die begangenen Kriegsverbrechen durch Anwendung des internationalen Strafrechts geahndet werden. Ausdrücklich begrüße ich Initiativen wie die Kommission für internationale Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht. Sie wird unter anderem von Deutschland, den USA und der Europäischen Union unterstützt. Ihre Mitarbeiter sammeln und dokumentieren Beweismaterial über Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg. Die Organisation hat bereits genügend Beweise gesammelt, um Machthaber Assad wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen. Sollte es zu einem Verfahren kommen, ist allerdings noch offen, welche juristische Instanz zuständig ist bzw. ob eine neue Instanz geschaffen werden muss. Die EU sollte alle beteiligten Mächte, allen voran die USA und Russland, dazu auffordern, Fragen des internationalen Strafrechts in den Genfer Verhandlungen mit zu berücksichtigen. Allgemein sollte internationales Recht zu einem wesentlichen Bestandteil des außenpolitischen Instrumentenkastens der EU werden. Diktatoren müssen wissen, dass sie einen hohen Preis zahlen, wenn sie die Menschenrechte ihrer Bürger verletzen. Da sollte die Europäische Union Drittstaaten systematisch dazu auffordern, dem Internationalen Strafgericht beizutreten. Herzlichen Dank.